Hallo und herzlich willkommen, liebe Whisky-Fans, hier beim Whisky-Club. An meiner Seite Manuela. Und der Thomas. Und bevor wir diesen Whisky vorstellen, einmal kurz einen Blick auf dieses wunderbare Shirt. Der weiße Hai. 1975. Oh ja. Mittlerweile gibt es wie viel? 5, 6, 7? 5, 6, 7? 5, 6, nee, 5 sicher. 6. An drei kann ich mich bewusst erinnern. Da gab es irgendwie noch den weißen Hai 3D. Das war der dritte, glaube ich, tatsächlich auch. Und danach habe ich dann aufgehört zu gucken. Weil letztlich war es immer dasselbe. Hungriger Fisch schnabuliert irgendwelche leichtfertigen Badegäste. Das ist doch geil. Ist doch ein super, super Thema. So, selber schuld, wenn die da schwimmen gehen. Ja. Ich weiß noch, ich erinnere mich an die Kinoplakate damals in Köln. Ich bin ja Jahrgang 63. Ich war 1975 oder 76, zarte 13 Jahre alt, durfte diesen Film also noch nicht sehen. Der war, glaube ich, immer schon ab 16. Habe mich aber schon vor dem Kinoplakat gegruselt. Das weiß ich noch. Und dann habe ich den irgendwann später gesehen und war begeistert. Ich meine, das ist ein Meisterwerk. Der Film ist ein Hammer. Du hast dich nicht trotzdem reingeschlichen im Kino? Nein, ich war ein Schisser. Und nee, habe ich nicht, weil wäre ja auch niemand mitgekommen und so. Und dann an der Kinokasse gefragt werden, na mein Kleiner, wie alt bist du denn? Wie peinlich. Nee. Und außerdem, ich finde den immer noch sehr nervenaufreibend, den Film. Einfach, weil er richtig gut gemacht ist. Also diese, ich glaube Bruce, so hieß er, diese Figur, dieses Animatronic-Monster, das sie da für den Film gebaut haben, das sah richtig echt aus. Das war ein richtig guter Film, ein richtig guter Film. Ja, ja. Zu Recht ein absoluter Klassiker des damals noch sehr, sehr jungen Steven Spielberg. Ich weiß nicht, wie alt der war, 24, 25 Jahre, als er den gedreht hat. Wann also ein Genie, der Typ. Und bringt uns so ein bisschen, ganz bisschen auf die Spur von dem Whisky, den wir heute... Aber sowas von ein bisschen. Aber ganz, ganz bisschen. Nee, eigentlich schon ziemlich. Denn wir stellen euch heute den 1770 Fresh and Fruity vor. Ein Whisky aus den Lowlands. Und von denen haben wir hier im Kanal noch nicht viel getestet. Ich erinnere mich mal vor Urzeiten, einen Ochentoschen hier getestet zu haben, weil ich einfach nicht so ein großer Lowland-Fan bin. Aber diese 1770er Whiskys haben mich überzeugt und deswegen werden wir euch zwei vorstellen. Heute diesen Fresh and Fruity und dann demnächst den Rich and... Heißt das Smoky oder Peated? Smoky, Rich and Smoky, genau. Rich and Smoky, ne? Weil den habe ich ja mitgebracht. Genau, genau. Ja, schenk du einfach mal, ich tue mal diese Pappschachtel hier weg. Ihr habt sie gesehen, so kommt er daher, in der schönen Pappschachtel. Und 1770 ist eine Destillerie aus Glasgow. Die Flasche ist ja schon echt irgendwie speziell. Ist was Spezielles, man muss mal auch das Etikett zeigen. Ja. So, dass man's, es ist, ja. Die ist nicht ganz rund, ne? Nee. Ich will es jetzt nicht umdrehen, weil dann läuft der Whisky raus. Sie ist oval im Querschnitt. Und es gab mal... gegründet 1770 eine Destillerie in Glasgow, die hieß, ich muss gucken, Dundas Hill. Und die war damals eine der größten Destillerien Schottlands überhaupt. Die hat dann 1902 geschlossen. Genau, ja. Und da gab es über 100 Jahre lang keine einzige Whisky-Destillerie mehr in Glasgow. Unfassbar. Und 2014 sind die, wie heißen sie, Glasgow Distillers Company, ist hergegangen, hat eine neue Destillerie eröffnet, gegründet und das ist die 1770er Destillerie. Und das Wasser, jetzt kommen wir nämlich zu dem T-Shirt, das Wasser stammt aus dem Loch Katrine oder Katrine. Ich war da schon. Ist eine wunderschöne Gegend. Naturschutzgebiet, so ein bisschen 50, 60 Kilometer nördlich von Glasgow, die Trossachs. Mhm. Und da gibt es diesen langgestreckten Loch Katrine, der auch sehr, sehr tief ist, genau wie der Loch Ness. Da fährt ein altes historisches Dampfschiff drauf. Okay. Kann man also auf dem rumtuckern auf diesem See und aus diesem Wasser stammt aus diesem See stammt das Wasser für den 1770er. Ja, krass. Aber dass so lange Zeit nichts mehr geöffnet hat, dass man keinen Whisky mehr. Das finde ich auch irre, weil Glasgow ist so eine trubelige, tolle Stadt, liegt ja direkt neben Edinburgh und die zwei Städte könnten unterschiedlicher nicht sein. Und dass es so lange da keine Destillerie gegeben hat, das finde ich auch bemerkenswert. Auf jeden Fall kostet der hier, glaube ich, so um die 41, 42 Euro.
Und der ist in erstbefüllten Ex-Bourbon-Fässern gereift, ohne Altersangabe, nicht kältefiltriert, nicht gefärbt und mit, ich glaube, recht kräftigen, wie viel hat das? 46 Volumenprozent Alkohol, glaube ich, abgefüllt. Ja, 46. Nicht gefärbt? Nicht gefärbt. Okay. Nee. Ex-Bourbon-Casks. Ah ja, und gefinisht noch in Virgin Oak, also in jungfräulicher Eiche sozusagen, ne, wo vorher noch nichts drin war. Genau, da stehen noch so ein paar Tasting Notes drauf. Die ganze Präsentation, ich finde sie recht ansprechend. Sieht gar nicht aus wie ein Whisky, wie was anderes. Ja, ja, ich hatte mal so einen japanischen, so einen Hibiki. Der hatte auch so geriffeltes Glas. Das kann man mögen oder nicht. Mich erinnert das an das Bergamottenlikör. Ja. Also beim Hibiki haben sie geschrieben, das sei eine Anspielung auf die Bambusstauden da irgendwie. Aber die wachsen ja nicht in Glasgow. Naja, wie auch immer. Wir werden den jetzt mal für euch testen und euch mal so ein paar Geschmackseindrücke bringen. Also Ex-Bourbon und Virgin Oak haben wir hier. Das dürfte auf der frischen, fruchtigen Seite sein, ja, voll, was wir hier im Glas haben. Nicht rauchig, das Ganze. Ne? Der Rauchige kommt danach. Ja. Ja, sehr süß. Sehr, sehr fruchtig. Sehr süß, sehr fruchtig. An der Grenze zu Bubblegum. Ja. Genau, wollte ich auch sagen. Mhm. Also an der Grenze zu einer leicht künstlichen, extrem künstlichen Note. Mhm. So. Birne? Ja. Stimmt. So Williams. Ja. Williams schon Birne. Fast. Mhm. Reife, saftige, helle Früchte. Extrem, extrem fruchtig, wirklich. Ja. Das macht den Namen alle Ehre. Also vielleicht auch so ein bisschen tropische Früchte tatsächlich drin. So, ich weiß nicht, ob das so in Richtung Mango schon geht oder... Also ich habe definitiv die Birne als erste. Ja. Das ist schon, also jetzt nicht ein Williams, schon nicht, aber... Ich bin da bei dir. Das wäre mal ein Whisky mit Williams mischen ein bisschen. Mhm. Bin ich ganz bei dir. Aber auch fresh, ganz wirklich, also ich kann mir das richtig, also ich rieche das raus. Ja. Es riecht so irgendwas ist voll frisch. Ja. Und schöne Süße auch drin. So wie, keine Ahnung, Minze mit Birne. Ja. Minze? Ja, Minze vielleicht hat, wir weit hergeholt. Aber Minze hat ja schon einen sehr speziellen Geruch. Aber hast du nicht das Gefühl, dass es zwar warm ist irgendwie wegen der Frucht, aber irgendwie auch was Kühles noch frisch, kommt? Frisch, mentholig irgendwie, ja, oder? So ein bisschen so. Ja, ja, ja. Ja. Interessante Nase. Ja. Interessante Nase. Ich hatte ja gesagt, auch keine Altersangabe. Ne? Also der dürfte tatsächlich etwas jünger sein, vermute ich mal. Schade. Ich finde es immer toll, wenn die Alter draufschreiben. Aber ja. Na denn? Ich bin immer der Meinung, dass sie was zu verheimlichen haben, wenn sie es nicht draufschreiben. Slangeva. Also das Bubblegummige, finde ich, ist nicht mehr so da. Nee. Der ist in der Nase viel extremer. Nee. Ja. Also, fruchtig finde ich ihn immer noch. Ja. Aber er hat jetzt so ein bisschen sowas nussig-mandeliges. Ja. Oder so Bittermandel. Ja. Nicht mehr so fresh wie in der Nase. Nee. Also er ist ein ganz schöner Kneifer. Also ich muss schon sagen, der kratzt auch ein bisschen am Hals. Finde ich. Tatsächlich. Er ist trocken raus hinten. Ja. Diese Süße ist immer recht schnell verschwunden. Ja. Am Anfang ist sie da und dann ich auch. Ist sie weg. Also ich finde, er riecht viel, viel süßlicher und irgendwie viel extremer, als es schmeckt. Aber nichtsdestotrotz finde ich ihn ganz lecker. Also beim Blind Tasting würde ich jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt ihm so die Top-Position da geben, die Pole-Position. Aber ich finde, er hat was Eigenes. Er hat so einen gewissen Wiedererkennungscharakter. Das ist schon speziell. Diese Birne, du sagst ja. Minze, ich sag... ich weiß nicht, ob es Minze ist, aber... Menthol oder ja, irgendwie sowas. Ja, oder, nee, nicht Menthol. Der richtige. Meinte ich nicht. Geht in die gleiche Richtung. Anis irgendwie, so ein Ding irgendwie. Aber Anis finde ich jetzt nicht frisch. Schon? Ja, nicht? Ist doch in meinen Hustenbonbons drin. Honig auch. Bisschen Honig. Ja, aber Honig ist da auch drin, finde ich. Mandeligkeit, diese Bittermandel, der hat auch so leicht bittere Töne. Ja, irgendwie, irgendwas ist, also ich finde, er schmeckt komplett anders, also nicht komplett, aber ziemlich anders. Ja, ja.
Stimmt, die Nase verrät nicht, was da für ein kleiner Kratzer im Glas ist. Ja, stimmt. Also, er hat hinten raus auch so eine gewisse Holzigkeit. Weil ich so sehr süß auf der Zunge und dann, sobald ich mal geschluckt hat, ist es weg. Also so wie, eher bitter und trocken. Dann bleibt es trocken und bitter und so leicht, völlig was anderes. Leicht holzig hinten im Abgang. Aber nichtsdestotrotz, ich finde den ganz gut. Ja. Was hat der nochmal gekostet? 42? 42, ja. Ich meine, ich kann mir den auch sehr gut in gute, richtig gute Cocktails auch vorstellen. Ja, ganz sicher. Also jetzt. Also er ist untypisch für die Lowland Whiskys, die ich bisher so probiert habe. Also gerade so der Ochentoschen, wenn ich mir überlege, Ochentoschen Three Wood oder so, die sind alle dreifach destilliert, sehr weich, so ein bisschen wie die irischen Whiskys. Mhm. Da ist er ganz anders. Da ist er ist ein echter Kratzer unter den Lowlands. Der schmeckt tatsächlich, der ist ganz anders als das andere Zeug, was ich kenne. Ja. Ja, ja. Aber gerade dieses bubblegummige, mandelig. Ja, aber der verschwindet. Das Bubblegum habe ich nicht mehr. Ja. Nur in der Nase. The Original. Achso, dann ist das der, wahrscheinlich mit dem Sie angefangen haben. Ja, wahrscheinlich. Das Einsteigermodell von 1770. Ich glaube, es gibt ja einige von 1770 so. Ja, ja. Weil ich habe ja den einen, genau, den Bridge and Smoky heißt er, glaube ich, den wir als nächstes präsentieren werden. Mhm. Den wollte ich halt unbedingt haben, mal zum Testen. Ja. Und das ist schon irgendwie eine, was heißt eine Steigerung? Das schmeckt halt doch schon. Der andere ist schon eine Schippe drauf, muss ich schon sagen. Aber wir wollen ja nicht vorgreifen. Nee, das ist... Also bei dem, ich würde sagen, trinkbar. Ja, absolut trinkbar oder, keine Ahnung, wenn man Cocktails mag, kann man den sicherlich hervorragend einsetzen. Oder einfach mal so als Starter für ein kleines Whisky-Tasting. Ja. Ich meine, er ist mit 46 natürlich dafür schon fast ein bisschen zu stark, zu kräftig, aber lecker. Also ich finde 46% eine echt gute Trinkstärke. Ist super. Also ich finde es jetzt... Nicht so extrem stark, aber gleich, wenn man sich Whisky nicht gewohnt ist, dann ich überlege, was ich dem gebe. Ja, ja, schon ein kleines Biest auf der Zunge. Feurig, pfeffrig auch. Ich habe so Pfeffernoten gerade, so ein paar scharf. Ja, ich sage, irgendwas ist so... So, jetzt bin ich mal gespannt, was du ihm gibst. Schreiten wir ich mal zu. Ich habe es vorgeschrieben, ich kann nicht kopiert haben. 3, 2, 1, 85, 81 von mir. Vielleicht habe ich ein bisschen hochgegriffen. Vielleicht schon. Aber ist subjektiv. Ist ganz subjektiv. Also mir ist er tatsächlich, mir weicht die Nase, der Geruch zu stark vom Geschmack ab. Ja. Also die Nase bereitet dich nicht auf das vor, was du dann bekommst. Ja. Und dafür finde ich ihn einfach noch ein bisschen zu jung und zu kratzig, um ihm dann mehr als 81 zu geben. Aber immerhin über die 80 ist er schon mal drüber. Ich glaube, ich habe zu hoch gegriffen, tatsächlich. Ach. Ich würde jetzt was anderes schreiben. Nee, aber ja. Nee, wie du, ist ja völlig wurscht. Das ist ja aus dem Bauch raus hier ein kleiner Spaß. Und deswegen, freuen wir uns, wenn euch das bei eurer Entscheidungshilfe ein bisschen, Entscheidungsfindung ein bisschen geholfen hat, dieses Tasting. Würden wir uns sehr freuen. Ja. Wie viele gibt es nochmal davon, von 1770? Ich glaube sicher schon mindestens vier ganz sicher. Vier also ganz sicher. Fünf oder mehr. Ja, ich weiß nicht, wie viele im Kernsortiment sind, aber die haben, glaube ich, auch ein paar Sondereditionen da draußen. Ja. Einen machen wir noch. Und dann gucken wir mal, ob wir da vielleicht noch mehr aus der Reihe vorstellen. Auf jeden Fall finde ich es toll, dass Glasgow wieder eine Distillerie hat. Ja. Das muss man auf jeden Fall unterstützen. Und seit 10 Jahren jetzt bereits. Ach, okay. 2014. Ja, gut. Kam das raus. Also ihr Lieben, dann danke fürs Zuschauen und dann sehen wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Ja. Tschüss.